Der Bundesrat hat das Infektionsschutzgesetz durchgewunken. Es liegt damit in der Hand von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dies zu unterzeichnen. Zwei Entschließungsanträge von Bremen und Schleswig-Holstein wurden abgelehnt. Der Bundespräsident könnte das Gesetz noch durch Referenten oder weitere Sachverständige prüfen lassen oder es sogar ablehnen, wenn es ihm offenkundig verfassungswidrig scheint. 7 Ministerpräsidenten kamen heute im Bundesrat noch zu Wort und äußerten Kritik. Doch keiner wollte sich dem Gesetz letztendlich in den Weg stellen. Volker Bouffier betonte die Wichtigkeit des Verständnisses der Bevölkerung. Ohne breite Akzeptanz ließe sich die Notbremse nicht umsetzen. Wichtig sei hierbei eine gute Vermittlung. Man sei nicht nur zusammengekommen, um das Gesetz durchzuwinken, aber wegen dem überragenden Ziel würde Hessen dem Gesetz zustimmen, trotz verfassungsrechtlicher Bedenken. Für den Infektionsschutz ist dies kein großer Wurf, betonte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Auch die Prognosen für die dritte Welle seien nicht eingetreten. Das ist doch wohl kein Beweis für die Erfolglosigkeit unserer Bemühungen. Jeder wisse um die verfassungsrechtlichen Bedenken und er erwarte die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes mit Spannung. Auch Rainer Haseloff nannte eine ganze Reihe von Kritikpunkten. So würde das Gesetz den bundesweiten Flickenteppich sogar noch vergrößern. Doch eine Stimme dagegen würde das Gesetz auch nicht nachhaltig verbessern. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sprach dabei von einem Tiefpunkt der föderalen Kultur. Berlins regierender Bürgermeister Müller nannte das Gesetz eine wichtige Ergänzung. Die Erfahrungen aus den Ländern hätten noch besser berücksichtigt werden können, aber es sei nur eine Zeitüberbrückung. Wichtig sei einfach das Impfen bei aller Kritik. Der Satz, wir müssen jetzt endlich auf Bundesebene etwas entscheiden, weil die Länder nicht handeln, ist schlichtweg falsch. Tobias Hans betonte, man müsse weg von dem dauernden Hin und Her. Er sehe das Gesetz kritisch und es sei schade um die gestarteten Modellprojekte im Saarland. Nehmen wir zunächst mal die 7-Tage-Inzidenz, die als Referenzwert gilt für die Grundrechte einschränkenden Maßnahmen. Ein solcher Referenzwert, der sollte ja möglichst realitätsnah das Infektionsgeschehen wiedergeben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erfehlt er einfach seinen Zweck. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisierte, dass Modellprojekte mit dem Gesetz nun beendet werden müssten. Man habe dies nicht zum Spaß eingeführt, sondern um zu testen, wie gut Bewegung nachverfolgbar sei und sprach dabei von TINA, Testen, Impfen, Nachverfolgung und AHA-Regeln. Er brachte zur Sprache, dass die Kanzlerin das Infektionsschutzgesetz zuerst in einer Talkshow ankündigte und nicht im Gespräch mit den Ministern oder Kollegen. Thüringen erwarte mit der aktuellen Lage, Zitat, den längsten Lockdown in Deutschland, wenn das Gesetz in Kraft treten würde. Flexible und differenzierte Maßnahmen haben in Schleswig-Holstein gut gewirkt, betonte Ministerpräsident Bernd Buchholz. Er nannte das Gesetz Holzhammer Notbremse auf Initiative der Bundesregierung und geht davon aus, dass Karlsruhe das Gesetz zumindest teilweise außer Kraft setzen wird. In Schleswig-Holstein könnten nun auch härtere Regelungen nicht mehr einfach umgesetzt werden, obwohl diese gut funktioniert hätten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte, wenn die Inzidenzen steigen, steigt auch die Belegung in den Intensivbetten. Man habe PCR-Testkapazitäten bereits mehr als verzehnfacht und habe den Weltmeistertitel beim Testen. Der starke Fokus auf die privaten Kontakte in der Änderung des Infektionsschutzgesetzes sei darauf zurückzuführen, dass 2 Drittel des Infektionsgeschehens eben hieraus entspringe. Das einheitliche Handeln habe das Land stark gemacht, sei aber auf dem Weg verloren gegangen und soll mit diesem Gesetz wiederhergestellt werden. Spahn kritisierte, dass der Bundesrat sich nicht in Debatten des Bundestages zu Wort gemeldet habe, dies sei früher die Regel gewesen. Die Notbremse würde erst ab einem bestimmten Wert greifen und darunter könne man auch weiterhin auf Länderebene eigenständig handeln. Gegen das neue Infektionsschutzgesetz ist in Karlsruhe bereits die erste Verfassungsbeschwerde eingegangen. Der Rechtsanwalt Klaus Pinkerneil bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass er sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt habe. Auch die FDP, die Freien Wähler und die Gesellschaft für Freiheitsrechte wollen gegen das Gesetz klagen. Da draußen steht meine Frau in Orange, falls Sie sie sehen. Ab 22 Uhr darf ich sie jetzt alleine rausschicken zum Spazierengehen in den Wald. Ich darf mich zu Hause mit einer anderen Person treffen. Ich darf aber nicht mit meiner eigenen Frau spazieren gehen. Und daran erkennt man ja schon die Irrsinnigkeit derjenigen, die hier dieses Gesetz auf den Weg bringen. Sie haben vom Alltagsgeschehen und sie haben von der Infektionsbekämpfung keine Ahnung.